Tom und Laura haben sich in einer Disco verabredet. In der Disco fällt ihnen auf, dass ihre frisch gewaschenen weißen Shirts leicht bläulich leuchten. Warum das so ist, sehen wir, wenn wir uns den T-Shirt-Stoff auf Atomebene anschauen. Im Grundzustand ist das Atom stabil. Alle Teilchen haben ihre Ordnung. Kommt etwas von außen, wird diese Ordnung schnell zur Unordnung. Das hochenergetische UV-Licht regt ein Elektron an. Es wandert auf ein höheres Energieniveau und entfernt sich vom Proton. Teilen wir nun die Energie des UV-Lichtes auf, sehen wir, dass sich der in Gang gesetzte Prozess in zwei Teile aufsplittet. Der neue Platz des Elektrons ist sehr instabil. Es will wieder zurück in den Ausgangszustand. Das Elektron macht zuerst einen kleinen Sprung und setzt die freigewordene Energie in Form von Wärme frei. Dann macht es einen größeren Sprung zurück zum Ausgangszustand und setzt dabei ebenso Energie frei, die für uns als blaues Licht sichtbar ist. Durch diesen gesamten Prozess leuchten weiße T-Shirts unter Schwarzlicht leicht bläulich.